Ich habe zweimal die G502 von Logitech. Eine ist die kabelgebundene Version und eine ist die Wireless. Die habe ich jetzt nur so angesteckt mit dem Kabel, dass sie optisch aussieht, als ob sie auch mit Kabel wäre. Weil ich heute vor, die zwei Mäuse Arbeitskollegen zum Testen zu geben. Sie sollen ausprobieren, ob sie einen Unterschied in der Latenz zwischen diesen beiden Mäusen herausfinden. Dort hinten sind sie. Was willst du, eine batteriebetriebene Funkmaus, wenn du eigentlich sie ganz so gut anschliessen könntest, weil stört das sowieso nicht mit dem Kabel. Das sind nur irgendwelche Sekretärinnen, die meinen, das Kabel steuere. Aus ästhetischen Gründen machst du es auch nicht, weil schau mal die Maus an, die ist eh schon hässlich. Jetzt geht es nur darum, hat sie wirklich eine Verzögerung oder hat sie keine Verzögerung? Ich habe das Gefühl, die rechte ist, könnte kabellose sein, die reagiert ein bisschen schleppender. Jetzt habe ich gerade Geld gefunden, nur leider kann ich mit Geld niemanden umbringen. Also ich habe eine Vermutung, weil ich das... Ah, jetzt geht es wieder los, ja. Was ist deine Vermutung? Also die hier ist kabelgebunden, die rechte. Ja. Die dünkt mir einen Tick besser, wie sie... Ich erschieße jetzt mal das Huhn. Aha! Mein erst killes Huhn. Aber so der erste Eindruck ist extrem schwierig zu feststellen. Aber ich hätte einen Hunch, der sehr unsicher ist, dass es die linke ist, die über Wireless angeschlossen ist. Also ich habe das Gefühl, die rechte ist die kabellos, weil sie schwer ist und ein bisschen längs, ein bisschen schlechtere Latenz hat. Und die rechte ist die kabelgebundene. Wenn, dann solltest du es ja gerade merken, nach meiner Meinung nach. Wie für die linke. Okay. Ja. Eben, aber Sicherheit etwa 10-20%. Also ich würde sagen, die linke ist kabelgebunden. Ich habe das Gefühl, dass die rechte ein Müh weniger genau ist. Aber es ist sehr schwierig zu sagen. Malcolm, hast du gesagt, dass sie umgekehrt ist? Ja, ich weiß auch nicht. Ist das Gefühl, nachdem ich mit beiden noch ein bisschen gespielt habe? Also ich glaube, die linke Maus ist die, die das Kabel hat. Und die rechte Maus ist die ohne. Gratulation, der Experte hat gesprochen und du hast recht. Ist das so? Ja. Eben, voilà. Die hat ganz eine leichte Verzögerung, wirklich noch ganz eine leichte. Ja, ich habe es gesagt. Hört auf mich. Ba-bam. Die süße Maus. Jetzt kann man dann rausschneiden alles. Weil es hat ja noch nicht angefangen, gell? Sehr schön. Das passiert, wenn man es zu wenig gut ansteckt. So.